mehr als 40 Aussteller und an die 100 Elektrofahrzeuge auf der Rennstrecke. Am 13. Oktober 2023 ging die E-Mobilitätsfachmesse IMFS in die dritte Runde. Die von den Salzburger Nachrichten organisierte Veranstaltung wurde erneut zum großen Erfolg. Zahlreiche Fachbesucherinnen und Besucher strömten auf die Messe und nutzten die Gelegenheit, das breite Angebot an Fahrzeugen zu testen und sich über elektrische Mobilität zu informieren. Die IMFS zeigt uns am Salzburgring, dass wir etwas auch können, was wir früher gar nicht wussten. Wir haben das ganze Jahr so vielfältige Veranstaltungen und dadurch, dass die Salzburger Nachrichten mit dieser wunderbaren Idee auf uns zugekommen ist, können wir heute eine Veranstaltung hier abhalten, die wirklich in die Zukunft weist. Wir haben eben letztes Jahr jetzt die HTL absolviert, Abteilung Elektrotechnik, und das Auto im Hintergrund ist sozusagen unsere Diplomarbeit, was wir gemeinsam mit der Maschinenbauabteilung konstruiert haben. Ziel von diesem Projekt ist es, ein möglichst energieeffizientes Auto zu bauen, um am Shell Eco-Marathon in Frankreich teilzunehmen. Und das haben wir erfolgreich eigentlich geschafft. Wir waren im Mai 2023 in Frankreich mit unserem Auto und haben da die Runden auf der Rennstrecke gedreht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil auch der ganzen Mobilitätsvielfalt, die wir in Zukunft brauchen werden. Wir haben ja auf der einen Seite die Salzburger Verkehrstage, die sich sehr stark auch mit dem Thema öffentlichen Verkehr auseinandersetzen. Die Grenzen auch, Stichwort Mikro-ÖV, verschwimmen ja zwischen öffentlichem Verkehr und individuellem Verkehr. Und auch Stichwort Elektromobilität. Ich glaube, da gibt es viele Dinge auch auszuprobieren, die man hier sehen kann, und sicher auch ein wichtiger Teil der Mobilitätsvielfalt. Wir sind hier bei der IMFS jetzt schon das vierte Mal und haben heuer eines unserer neuesten Fahrzeuge mitgebracht. Das ist, wie Sie da sehen, der EQT. Ist ein Small Van, natürlich voll elektrisch, mit einer Reichweite bis zu 290 Kilometern. Ja, die IMFS ist für uns eben schon länger bekannt. Wir sind eben schon das vierte Mal dabei. Ist wirklich eine super Veranstaltung in Salzburg. Wir präsentieren Ihnen heute den Kia EV6 GT. Ist unser Zugpferd. Wurde Car of the Year von 2022. Und ja, das Highlight ist, er ist voll elektrisch und Reichweite von 520 Kilometer. Und 585 PS. Wir sind jetzt schon das dritte Mal auf der IMFS. Und es ist einer der wichtigsten Veranstaltungen bei uns im Jahr geworden. Und wir sind immer sehr froh, dass wir da sind. Wir begrüßen hier mittlerweile sehr viele Kunden und hoffen, dass wir auch nächstes Jahr wieder dabei sind. Es ist ein unterschiedliches Publikum. Es ist Laufkundschaft, es sind Leute aus Salzburg da, es ist ein Fachpublikum da. Wir haben es ja geschafft, dieses Jahr das sozusagen im Verbund, im Rahmen einer Mobilitätswoche, kann man sagen, über die Bühne zu bringen. Wir haben die Verkehrstage in Salzburg, wo es auch um den öffentlichen Verkehr geht. Und dann haben wir sozusagen als Highlight die IMFS, wo natürlich die Aussteller sich auch präsentieren können. Liegt eine unglaubliche Wertschöpfung auch dem zugrunde. In Salzburg sind sie alle präsent und schauen, dass man da auch gute Geschäfte macht. Das ist auch wichtig für den Standort. Und vor allem steht auch die Mobilitätswende im Vordergrund. Also die Antriebstechnologien, man sieht da fast ausschließlich Elektroautos und natürlich viele auch öffentliche Verkehrsmittel. Wir haben einen Elektrobus und das bereitet schon Freude. Ich habe gesehen, der i5 ist da von BMW, das ist mir jetzt gerade nur aufgefallen, kurz vor dem Interview. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja. Der ist jetzt gerade international irgendwie bekannt geworden, dass die Markteinführung bevorsteht eigentlich, und jetzt steht er schon da. Da merkt man auch, wie nah und wie schnell und direkt man am Puls der Zeit ist da mit der IMFS. Ja, ganz was Besonderes für uns. Das ist der erste BMW iX5 Hydrogen. Also BMW entwickelt ja Richtung Wasserstoff auch weiter. Und in diesem Fahrzeug, also das ist diese erste Testflotte, die man jetzt in Europa wirklich im Straßenverkehr einsetzt, um das Wasserstofffahrzeug einmal wirklich im Echtbetrieb zu testen. Wir sind heute mit der Firma Autel hier am Stand. Unser Highlight ist der DC-Charger von der Firma Autel. Wir als qualifiziertes Elektrounternehmen, der eine oder andere kennt uns vielleicht von der Tankstelle, sind aber auch im Bereich Photovoltaik und eben E-Ladesäulen vertreten. Und ja, das ist heute unser Highlight. Ich bin von der Firma Tinitech, wir sind ein regionales Unternehmen aus der Steiermark und wir bauen unseren Energy Kick, wie man da sieht. Das ist eine mobile Wallbox, und genau, wir wollen einfach die E-Mobilität stärken und eine flexible Ladelösung für alle E-Mobility-Fahrer bieten. Ja, die IMFS ist ein sehr tolles Event, finde ich, dass es so aufgebaut wird, dass sich die Elektromobilitätsanhänger untereinander sehen und wirklich austauschen können und einfach sehen, was es Neues am Markt gibt. Also ich bin begeistert und gratuliere den Salzburger Nachrichten, dass sie zum wiederholten Male diese innovative Veranstaltung hier ausrichten bei den am Salzburgring, und finde ich eine tolle Sache. Freue mich heute schon, einiges ansehen zu können.
Naja, besonders angetan war ich eigentlich von dem Polizeiauto, der Porsche ist. Da habe ich schon drinnen sitzen dürfen. Das ist schon eine tolle Sache. Und jetzt freue ich mich noch auf weitere Highlights, die ich sicher hier finden werde. Unser Thema heute ist auch E-Mobility. Spielt auch inzwischen bei der Polizei eine Rolle, weil wir natürlich auch mit den Angeboten, die es inzwischen gibt, mitziehen versuchen. Und da ist momentan ein Testbetrieb in Form von einem Porsche und die VW ID4, die auch schon länger in Betrieb sind, wird eben momentan evaluiert und geschaut, ob das für den polizeilichen Exekutivdienst tauglich ist oder womöglich nicht. Ja, auf die Veranstaltung ist also wirklich ausgezeichnet. Man hat sehr viele Kontakte knüpfen können mit Personen aus der Branche, die auch sehr viel Fachwissen mitbringen. Und von dem können wir als Polizei natürlich auch nur profitieren. Wir von Elaris präsentieren heuer mehrere Highlights. Nummer eins ist dieser wunderschöne Elaris Beo. Den kann man testfahren, der ist im Markt, der ist schon sehr beliebt in Österreich. Und wir haben dann heute noch weitere erstmalige Premieren in Österreich. Den Jaco, den Leo und den Karo S. Die sind auch heute zum Anschauen hier. Ja, also wir haben hier heute den Maxus T90. Das ist der erste voll elektrische Pickup, der weltweit unterwegs ist. Und den wollten wir hier im Rahmen der IMFS, der breiten Öffentlichkeit, wirklich heute mal zeigen. Auch für Testfahrten. Und die Besucher, die heute auch dieses Jahr wieder dabei sind, sind eigentlich sehr begeistert von dem Fahrzeug, weil das hat man so noch nicht gesehen, dass es einen Pickup gibt, voll elektrisch. Ja, ich bin froh, dass wir wieder dieses Jahr hier sein können. Es ist eine Fachmesse natürlich auch, viele Leute. Es sind die ganzen Interessierten, es sind natürlich auch von der Öffentlichkeit. Es ist natürlich, dass die SN das Ganze unterstützt und auch dann dementsprechend bewirbt. Denn eines ist natürlich schon, die Elektromobilität braucht es noch. Wir brauchen Öffentlichkeit. Es ist noch nicht in allen Köpfen gelandet, dass es jetzt notwendig ist, CO2 rasch zu reduzieren, wenn man die individuelle Mobilität erhalten möchte. Also wir präsentieren E-Bikes verschiedene E-Bikes im sportlichen Bereich, von den üblichen mit dem großen 720er, 750er Akkus bis hin zu dem mit einem Light-E-Bike mit 18 Kilo, das aber trotzdem im Enduro-Bereich anzusiedeln ist. Außerdem präsentieren wir auch unsere Fahrradreisen, die von Salzburg aus nach ganz Europa, vor allem in den Süden gehen und ja, beraten die Gäste auch dazu. Super Veranstaltung, vor allem weil verschiedene Ansprechpartner aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen und man sich gut vernetzen kann. Unser Highlight bei Peugeot ist heute der E2008 mit einer elektrischen Reichweite von über 400 Kilometern. Dazu kommt dieses Jahr auch noch ein Facelift mit optischen Änderungen. Das Fahrzeug ist dafür bekannt, also ist ein Mittel-SUV, perfekt geeignet für Familien, und ebenso auch für Betriebe. Sehr gut, die Veranstaltung. Also ich bin jetzt schon das dritte Mal dabei heuer. Und es ist immer wieder interessant. Sehr viele Kunden, Interessenten. Und auch ein wichtiger Schritt für die E-Mobilität, dass die Leute das einfach kennenlernen dürfen und sich einfach für die Elektromobilität begeistern dürfen. Ja, grundsätzlich von der Marke Mercedes-Benz sind wir hier bei dieser Veranstaltung mit allen Modellen vertreten, die wir aktuell elektrotechnisch anbieten können. Highlights sind natürlich unsere High-End-Modelle der Baureihen EQE und EQS, die es wahlweise als SUV oder als Limousine gibt. Solche Veranstaltungen wie diese sind natürlich sehr wichtig, auch für ein breiteres Publikum anzusprechen. Natürlich auch für den Kunden oder für die zukünftigen Kunden eine super Möglichkeit, auf einem Platz verschiedene Hersteller gleichzeitig zu haben, um besser vergleichen zu können, auch Testfahrten zu machen. Also von Kundenseite natürlich sehr, sehr interessant. Für uns als Händler natürlich auch interessant zu sehen, was die Konkurrenz so zu bieten hat. Also ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation für alle. Ich habe das Vergnügen, den neuen Jeep Avenger vorzustellen. Und das ist der erste elektrische Jeep. Und ja, es ist ein Fahrzeug der Kompaktklasse mit einer Reichweite von um die 400 Kilometer. Und hat schon einen Preis gewonnen, ist Auto des Jahres 2023 geworden. Eine super Veranstaltung, also die Möglichkeit zu haben, an einem Tag verschiedene Fahrzeuge auszutesten, ist eine tolle Idee. Also ich kann nur sagen, und dann das tolle Wetter heute noch dazu, also perfekt, besser geht's nicht. Wir präsentieren euch die Evo Motors, das sind kleine elektrische Nutzfahrzeuge, die vorrangig gedacht sind für die Kommunen, Gemeinden,
oder eventuell auch größere Firmen, die größere Firmengelände haben. Ja, also die Veranstaltung ist wichtig. Ich bin heuer schon zum dritten Mal da. Wir waren einer der ersten als ÖMTC und haben hier teilgenommen. Und wenn man durchgeht, ich bin vorhin durchgegangen, die Fahrzeuge, die Modellvielfalt ist größer geworden. Auch die Ladeinfrastrukturanbieter ist ein ganz wichtiger Hebel, dass die E-Mobilität überhaupt funktioniert, ist auch mehr geworden. Und ich habe niemanden gesehen, der aus einem Elektroauto rausgestiegen ist und hat geweint. Ganz im Gegenteil. Die Veranstaltung an sich, sehr interessant. Jetzt schon das dritte Jahr, gefällt uns sehr gut. Die Frequenz ist stark. Besonders eben die Fahrzeuge an die Firmenkunden anzubringen oder zu präsentieren und auch eine Probefahrt zu ermöglichen am Ring ist sehr interessant für die meisten, für uns selber auch, und ich finde, wir bekommen einen guten Abschluss hin. Wir präsentieren jetzt gerade unseren Polestar 2 Model Year 24, den wir mit vollkommen neuen Reichweiten und Ladedaten ins Rennen schicken. Das Auto geht jetzt bis zu 655 km WLTP und hat auch eine Ladekurve, die bis zu 205 Kilowatt leistet. Das ist im Segment aktuell ein Bestwert. Also wir sind das erste Mal mit dabei, mit einem Partner von uns, und für uns ist es interessant, den Sweet Spot zu finden, der letztlich den Markt repräsentiert. Das sind B2B- und Gewerbekunden, und das ist genau dieses Umfeld, in dem wir uns auch bewegen wollen. Genau, grundsätzlich unser Highlight ist unser neuer Sprössling, der X30, gell, unser neues Modell, was eben vor knapp einem halben Jahr präsentiert worden ist. Gell. Gibt in drei verschiedene Ausführungsvarianten. Wir sehen jetzt die Ultra-Variante vor uns, eben mit schwarzen Dach, mit Panoramadach, gell, mit den großen Felgen, in der Cloud Blue Farbe, in den Breeze, wo der große, große Vorteil natürlich jetzt ist, die recycelten Elemente. Gell. Wir arbeiten da mit recycelten Jeans, mit Schutt teilweise, gell, mit Getreide, wo einfach im Interieur verarbeitet wird. Gell. Genau, grundsätzlich glaube ich, ist es eine super Sache, vor allem wenn man so viele verschiedene Anbieter hat, beziehungsweise Hersteller hat, die was andere Produkte da wirklich an einer Rennstrecke, was glaube ich so sehr, sehr selten ist, präsentieren können. Und somit eben für die Kunden, für die Interessenten einfach wirklich eine Vielfalt an verschiedenen Modellen zur Verfügung gestellt wird. Und vor allem, glaube ich, Mitte Oktober noch super Wetter erwischt. Ja, es ist wieder spektakulär zu sehen, was sich da Jahr für Jahr tut in diesem Segment E-Mobilität. Wir sind natürlich da auch vernetzt mit unseren anderen Kollegen der Berufsfeuerwehr, als auch den deutschen Berufsfeuerwehrkollegen. Heuer haben wir leider kein Feuerwehrfahrzeug per se da, aber es wird natürlich da eifrig getüftelt, und ich weiß ja von meinem Kollegen in Wien, Branddirektor Rauch, Mario, dass sie ja schon zwei Fahrzeuge seit August in Betrieb haben. Nein, Elektrofahrzeuge brennen nicht generell häufiger als andere herkömmliche Fahrzeuge. Wir haben es ja mit drei Modellen eigentlich zu tun. Das reine elektrische Fahrzeug, der Verbrennermotor und dann die Hybridfahrzeuge. Und da ist es natürlich so, dass die Technologie voranschreitet und die E-Mobilität relativ gut abgesichert ist. Und wir nur daran bemüht sind, unsere Einsatztaktik darauf letztlich auszurichten und unsere Mitarbeiter zu schulen, dass das Richtige gemacht wird.